Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Schröer von D20 Sounds und wir möchten heute mit drei Leuten, die ich euch gleich vorstelle oder die sich gleich vorstellen, ein bisschen über Kommunikation sprechen, weil ich finde, das ist ein ganz tolles Thema im Rollenspiel oder ein ganz wichtiges Thema. Und der Chris hatte da so ein paar Ideen zu. Und ja, vielleicht, Chris, stellst du dich erstmal vor und erzählst, wer du bist und was du so machst. Ja, hi, schön, dass ich mit dabei sein darf. Ich bin Chris, Acker, der Spielpädagoge. Ich bin primär auf Instagram unterwegs als Content Creator für Quicktips, was gutes Spielleiten oder meiner Meinung nach gutes Spielleiten bedeutet. Das ist ja immer etwas subjektiv, das ganze Thema. Ansonsten viel NSCs und Inspiration und habe auch einen Podcast zu dem Thema, um den Content ein bisschen auszuweiten. Genau, und ansonsten Kommunikation für mich ein wichtiges Thema, weil ich studierter Pädagoge bin und auch Psychologe und ja, wir auch eine Gruppe aus Pädagogen sind und primär in meiner Kernkampagnengruppe und da sehr viel über wertschätzende Kommunikation auch reden, weil das ja Berufsalltag bei uns auch irgendwo ist. Und ich finde, weil du, wie du schon gesagt hast, Kommunikation so ein Thema ist, was oft, finde ich, vernachlässigt wird. Gerade in Session Zero wird viel über die Inhalte geredet und Ähnliches, aber finde ich wenig über Feedback-Kultur und Kommunikationsregeln, auch wenn das vielleicht manchmal so ein bisschen selbstverständlich ist, aber es gibt ja trotzdem oft immer Probleme. Ja, manchmal gibt es sie. Okay, und Dusty, magst du dich auch mal kurz vorstellen? Ja, hi, ich bin Dustin. Ich betreibe einen YouTube-Kanal, Hit Dice heißt der. Schwerpunktmäßig arbeite ich da mit Roll20, aber auch mit Spielleiter-Tipps, Themen, D&D, Vampire und allem möglichen Kram inzwischen. Auch nicht mehr alleine, sondern inzwischen auch zu dritt im Team. Und ja, was qualifiziert mich hier zu sein? Ich habe Lehramt studiert, also unter anderem Germanistik. Nachdem ich mein Referendariat zum normalen Gymnasiallehrer abgeschlossen habe, habe ich noch eine Ausbildung zum Sonderpädagogen gemacht, das Referendariat also gleich zweimal gemacht. Und gerade in dem Bereich ist es dann so gewesen, dass da sehr viel kollegiale Fallberatung dazu gekommen ist, weil das ein wichtiges Thema ist. Sehr viel Kommunikation mit Eltern auch da ist. Also ich würde wirklich sagen, so jede Woche gehen locker 5-6 Stunden in einer schwachen Woche für Elterngespräche und sowas drauf, wo ich sehr viel auf Kommunikation und Kommunikationsregeln achten muss, gerade durch die unterschiedlichen Klientele und sonst was. Und deswegen kenne ich mich in dem Thema, glaube ich, so ein bisschen so praxisorientiert aus, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Und das ist aber auch was, was mir im Rollenspiel immer super wichtig war. Ich bin ein großer Fan davon, dass sich alle am Tisch einigermaßen gut verstehen oder wenn es mal zu einer schwierigen Situation kommt, dass man die auch relativ schnell wieder geregelt bekommt, ohne dass es hinterher zu Stunk führt. Und ja, ich denke mal, das wird auch heute Thema sein wahrscheinlich, ne? Bestimmt. Ja, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt, aber die meisten Leute kennen mich ja. Ich habe tatsächlich auch einen psychologischen Hintergrund. Ich bin Coach und habe Psychologie studiert bis zum Bachelor. Und Organisationsentwickler. Und es geht bei uns auch immer nur, auch in den Seminaren, die ich gegeben habe, also eigentlich ist Hauptthema immer Kommunikation und was da so dazugehört. Ja, Chris, du wirst gleich so ein bisschen übernehmen, ja, weil das deine Idee war und ich finde es auch ganz toll und bedanke mich schon mal auch für die Einladung und würdest du vielleicht schon direkt loslegen? Ja, sehr gerne. Also wir sind wirklich auf das Thema gekommen, das finde ich ganz spannend. Das ist ja eigentlich durch einen Posting hervorgegangen aus einer Facebook-Gruppe, weil immer wieder solche Fragen kommen. Ich habe da so einen Problemspieler, Spielerinnen und Ähnliches und dann wird immer irgendeine ja, Situation geschildert. Meistens sind das auch sehr lange Postings, ja, wo es dann immer oft um Spannungsverhältnisse geht. Und mir ist bei diesen Sachen immer wieder aufgefallen, ich denke, euch geht es da ähnlich, dass oftmals weniger dieses Inhaltliche oder so das Problem ist, sondern wirklich einfach die Art und Weise, wie die Leute miteinander reden. Und deswegen wollen wir heute da einfach mal ein bisschen diesen Punkt mit beleuchten, weil ich finde und das auch selber die Erfahrung gemacht habe, dass gerade wenn es um Spielen geht, wir oft sehr emotional sind, gerade wenn es um unsere Charaktere geht, wir uns unfair behandelt fühlen. Und dann kann das schon durchaus mal eskalieren, nenne ich es mal, ja. Und ja, da wollen wir heute einfach mal ein bisschen drüber reden, wie man das vielleicht gut lösen kann, ja, ohne jetzt auf die ganz böse Therapeutenschiene zu kommen. Ich hoffe dann auch mit vielen Praxisbeispielen, die gut und schlecht sind, dass man da mal reingeht, vielleicht wie so Fallbeispiele. Und genau, da werden wir heute, denke ich, locker flockig mal drüber reden. Ja, praktisch sollte es schon sein, finde ich auch. Sonst, wenn wir jetzt zu theoretisch werden, das interessiert ja auch keinen im Endeffekt. Also, freut euch auf eine Runde mit viel Praxis und hoffentlich viel Wissenswerten.
Und ja, ich bin auch total gespannt, was du jetzt alles auf den Tisch bringst. Ja, dann aber gucken wir mal. Ich würde gerne bei der Session Zero anfangen, also so ein bisschen wie so der Verlauf, ich sage jetzt mal Anführungsstrichen, idealerweise sein könnte, wenn man eine Kampagne spielt. Wie ich finde, Session Zero sollte man diese Dinge schon mit ansprechen. Also da eher zwei Fragen zu euch in dem Raum. Was findet ihr gehört an Kommunikationstalk, nenne ich es jetzt mal, in so eine Session Zero rein? Und was macht ihr da auch, also selber explizit, oder wie macht ihr das? Ja, gerne Martin zuerst. Ja, also eine der wichtigsten Sachen für mich ist, Erwartungen zu klären. Denn wenn ich nicht weiß, was andere erwarten, kann ich da auch nicht drauf reagieren. Und wenn dieses Thema sozusagen wie so ein schwarzer Fleck ist, dann kann es ganz schön schwierig werden. Deswegen eine Sache, die ich mache, ist immer irgendwie erstmal Erwartungen klären und gucken, wer was möchte, wer sich wie vorstellt, dass gespielt wird, wer gerne, manche sind ja eher kampflastig, manche wollen eher Rätsel, wieder andere. Und da können ganz schnell ein Haufen Enttäuschungen entstehen, wenn das so komplett an einem vorbeigeht. Deswegen ist das für mich so einer der ersten Sachen, die ich kläre. Gar nicht so kommunikationsmäßig, sondern ganz praktisch. Okay, das sind? Das sind auf jeden Fall auch wesentliche Punkte, die ich in der Session Zero kläre. Erst einmal, was wollt ihr eigentlich spielen? Wie wollt ihr das umgesetzt sehen? Was ist euch selber wichtig, wenn ihr Rollen spielt? Also vielleicht auch eine Selbsteinschätzung am Anfang. Bin ich sowieso eher der Rollenspieler oder bin ich jetzt eher der Spieler, der gerne die Kampfsituation sucht oder sonst was? Wie versucht ihr mit Konflikten umzugehen? Wenn ich dann merke, also gerade wenn ich eine neue Gruppe zusammen habe oder eine weniger Bekannte, dann überlege ich mir natürlich dementsprechend auch, wie ich meinen Spielerstil anpasse. Das ist deswegen, finde ich, ganz wichtig, das in der Session Zero schon zu machen. Was ich in der Session Zero aber auch mache, ist, dass ich sozusagen die Regeln an meinem Spieltisch versuche, ein bisschen hervorzuheben. Dass ich sage, zum Beispiel, wenn das Spiel losgeht, dann bleibt ihr in Character, bis wir sagen, wir machen eine Pause oder sonst was. So, weil mir das wichtig ist, dieses ständige Rausbrechen führt für mich immer zu einem Immersionsverlust. Oder wenn ich jetzt gerade was erzähle und ich monologisiere wirklich selten, dann erzähle ich und dann will ich nicht unterbrochen werden oder sowas, weil das vielleicht gerade wichtig ist. Und solche Sachen versuche ich am Anfang immer klar zu machen, dass die Spieler schon wissen, was kommt auf sie zu, wenn ich ihr Spielleiter bin. Spannend, ja, also das ist ja eigentlich genau, machst du ja das, was Martin ja abfragt. Du weißt, was du willst, ne, und schilderst quasi deine Erwartungshaltung an die Leute. Das finde ich ja sehr, sehr spannend. Wie geht denn ihr mit den Themen um, von wegen aktiv eine Feedback-Kultur ansprechen, wie man damit umgeht, also wenn man sich feedbackt, wie man das macht, wie man das, ich sag mal so, für die Nicht-Pädagogen, Psychologen in der Regel, ist das in so einem Kreis immer so, man einigt sich auf einen gewissen Wertekodex, wie man miteinander reden möchte, ja, dass man das möglichst wertschätzend und so weiter macht. Und halt auch, wie man vielleicht, wenn Konflikte entstehen, darauf eingehen. Also bei meiner jetzigen Gruppe muss ich es nicht machen, aber wenn ich jetzt wieder eine neue Gruppe hätte, würde ich definitiv auch mit den Leuten vorher drüber reden und sagen, hey, es kann durchaus, wenn wir ein paar Jahre zusammen spielen, zu Konflikten kommen. Oder es ist wahrscheinlich unausweichlich, dass das passiert. Wie wollen wir als Menschen damit umgehen, wenn wir mit unseren Spielercharakteren Konflikte entstehen? Ja? Das finde ich persönlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und das kommt mir in diesen Debatten eigentlich immer sehr zu kurz. Gerade wenn es um Session Zero geht. Also da lese ich sehr selten, dass solche Dinge da auch explizit mit benannt werden. Also da gehe ich tatsächlich in der Session Zero nicht so sehr drauf ein. Ich finde eine Feedback-Kultur total wichtig, aber ich schleiche die so ein. Also ich frage Dinge ab, die mir aufgefallen sind im Laufe der Zeit, spreche Sachen an, die ich unschön fand zum Beispiel. Also wenn ich einen ruhigen Spieler habe zum Beispiel, dann versuche ich den einzubeziehen, und wenn ich merke aber, dass jemand den immer wegbügelt, ne, weil er halt sehr viel präsenter ist, dann spreche ich das auch immer freundlich an. Also ganz klar, also Klarheit finde ich ist ein wichtiger Punkt, aber ich finde es auch wichtig, dass so Vertrauen unter den Spielern und auch natürlich zu mir dann entsteht, wenn ich leite. Also das sind so Punkte, und das
eigentlich arbeite ich da die ganze Zeit dran. Also ich bin immer, man kennt ja dieses Metaspielen, ich bin immer so ein bisschen auch auf der Meta-Ebene und gucke so gerade, wie geht's meinen Spielern als Person, also nicht den Charakteren, sondern versuche das runterzubrechen. Und dann natürlich auch nach der Session manchmal so ein saloppes, ja, wie war es heute für euch? Oder auch mal ganz, ganz klar, dass ich bestimmte Sachen anspreche, die mir aufgefallen sind und dann frage, wie habt ihr euch dabei gefühlt? Und dann beharre ich darauf, dass in der Ich-Form gesprochen wird. Weil das so ein Punkt ist, der mir total wichtig ist. Ich-Botschaften, ich verstehe schon. Ja. Ja, ganz klar, aber es hat auch total viel Sinn, weil man dann wenigstens auch wirklich das ausdrückt, was einem wichtig ist. Wie mache ich das? In der Session Zero spreche ich tatsächlich, glaube ich, was Feedback bei Konflikten zwischen den Spielern angeht, das eher auch nicht an. Ich spreche dazu an, dass ich Feedback nach meinen Runden mache, gerade wenn ich die Gruppe nicht so gut kenne. Wenn ich die Gruppe gut kenne, mache ich in der Regel schon fast gar kein Feedback mehr, dann nur noch alle paar Jubeljahre, wenn ich mal das Gefühl habe, ich möchte irgendwo was haben. Aber sonst ist es halt auch so ein Punkt, ich weiß nicht, ob das übertrieben ist, aber es kommt mir dann so ein bisschen wie so ein vorgeschobenes Misstrauen gegenüber dieser Person vor, wenn ich da schon sagen würde, übrigens, wenn das, das oder das schief geht, dann werde ich so, so oder so damit umgehen. Ich traue mir selber halt zu sagen, es gibt Situationen, die können nach der Session mit der ganzen Gruppe geregelt werden. Es gibt Situationen, die müssen mit der Einzelperson geregelt werden und es gibt Situationen, wo du just in time sofort reingehen musst. Ja. Und ich glaube, dass ich das inzwischen ganz gut hinkriege. Nicht auf meiner Spielleiteranfänge zurückbezogen, da habe ich mit Sicherheit viele Fehler in dem Bereich gemacht, aber mit der Erfahrung weiß man ja auch, wann muss ich direkt einhaken und wann kann ich das nach hinten schieben. Wenn es aber wirklich so ist, dass Spieler untereinander Konflikte haben, dann spreche ich das mit denen danach auch durch. Vielleicht auch mal, wenn es nur zwei sind. Oft ist es ja auch dieses Problem, dass sie auf verschiedenen Ebenen miteinander kommunizieren. Der eine redet von seinem Spielercharakter, der andere redet von was Persönlichem und die merken gar nicht, warum die aneinander vorbeireden oder sowas. Aber das versuche ich in der Regel hinter die Session zu kriegen, außer bei so ein paar No-Go-Situationen, wo man wirklich sofort rein muss, finde ich. Ja. Ja, ich meinte das eigentlich auch eher so ein bisschen weniger, was du gerade gesagt hast, von wegen, ich mache dann dies, das und jenes, sondern ich mache das eher so offen, also das einfach nur das Thema reingeben, es können Konflikte geben. Also es ist nicht so, dass wir uns da so einen 10-Punkte-Plan oder so ausarbeiten würden, ja, also das ist gar nicht meine Intention, sondern einfach, dass ich diesen Anker so ein bisschen im Kopf setze, okay, dass die Leute sich aktiv darüber Gedanken machen, wenn ich jetzt einen Konflikt habe oder jetzt eine Laune habe oder was auch immer, wie möchten wir da miteinander reden, ja, weil das Ding ist ja bei sowas immer, wir verbringen in der Regel viel Zeit miteinander und das sehr intensiv, ja, Rollenspiel ist, finde ich, ein sehr intensives, sehr emotionales Hobby. Ja. Man oft auf lange Sicht ist, fühlt man sich seinem Charakter sehr verbunden. Man ist ja auch sein Charakter. Und dann verstehe ich auch, dass die Leute das oft sehr persönlich nehmen. Das ist auch manchmal gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, wie es euch da manchmal ging in euren Spieljahren, aber ich habe auch schon Situationen gehabt, da bin ich cholerisch am Tisch geworden als Spieler, weil ich das einfach furchtbar fand, was da gerade mit mir und beziehungsweise meinem Charakter ja gleich behandelt da passiert ist. Und deswegen versuche ich da immer schon so einen Anker zu setzen, so ein bisschen, dass das dazu kommen kann. Also das ist ein spannender Punkt, dass ihr dann sagt, auch Vertrauen oder ähnliches, dass man auch gleichzeitig das Gegenteil damit vielleicht erzeugen kann, schon so dieses Misstrauen. Ja, da muss man vielleicht auch vorsichtig sein. Also das ist so ein bisschen, wo man genauer den Fokus hinlegt. Ich finde, dass man immer, also ja, super, das war jetzt auch ein geiles Beispiel für schlechte Kommunikation. Immer und nie. Nein, was mir auffällt ist, wenn ich meinen Fokus irgendwo hinlege, ja, also was Gutes, was Schlechtes, egal was, ja, oder was ich gut finde und was ich schlecht finde, dann können die anderen mit ihrer Taschenlampe da auch drauf gucken. Also ich beleuchte eine Szene und setze sie in irgendeinen Fokus. Und ich finde es günstiger, den Fokus beim Positiven zu halten. Das heißt, wenn jemand ein tolles Rollenspiel gemacht hat, dann sage ich ihm, ey, du hast heute super gut gespielt. Ja, das sage ich ihm dann lieber unter vier Augen, damit die anderen sich nicht verglichen fühlen, weil Vergleichen auch so ein schwieriges Thema ist. Außer die wissen, dass er sich schwer tut und können das auch mal hören. Das kann auch motiviert sein für andere, ja. Wenn sie merken, positive Bestärkung, ein gewisses Verhalten wird belohnt, das kann ja auch positiv sein. Oder eine Inspiration geben, das gibt es ja auch beim D&D gerade. Und ich versuche, diesen negativen Fokus gerne vom Tisch wegzuhalten. Und wenn dann irgendwas passiert,
würde ich auch sagen, ich traue mir zu, mit solchen Situationen fertig zu werden. Das finde ich halt gerade spannend, was du am Anfang gesagt hast mit diesem gut oder schlecht in Anführungsstrichen. Da finde ich, das sind auch, also mit dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, die Kombination finde ich spannend. Einerseits seine Erwartungen zu schildern, ja, also was brauche ich, um mich wohlzufühlen, um mit dir und dir spielen zu wollen. Und was finde ich persönlich gut oder schlecht? Das sind, glaube ich, auch so zwei Ebenen, die gerne miteinander vermischt oder verwechselt werden. Und ich glaube, das sind auch so Sachen, dass gerade diese Erwartungshaltung abfragen oder sich darüber unterhalten, ist, glaube ich, auch so ein Ding. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch nicht so viele machen, weil gerade Anfänger, die wissen ja oft nicht, was mögen sie denn? Sie haben ja keine Erfahrung damit. Wenn du sie fragst, bist du eher der Rollenspieler, eher der kampflastige Typ. Woher weißt du es? Vor allen Dingen wollen die erstmal spielen. Die sind ja, finde ich, erstmal geil darauf zu spielen. Und ganz am Anfang spielen diese Themen, die wir heute besprechen, auch oft gar nicht so eine große Rolle. Ja, da hast du auch wieder recht. Das kann man auch sehr extrem überkandideln. Den liegt das vielleicht dann so? Ist das so eine Berufskrankheit jetzt ein bisschen so? Ja. Ich würde vielleicht noch mal einmal kurz zu einem Punkt zurückkommen. Ja. Ist mir gerade jetzt eingefallen, was ich in der Session Zero auch noch mache. Und zwar den Spielern sagen, wenn es Situationen gibt, die für euch zu heftig werden, dann gebt mir ein Zeichen, dass ich die ausfaden kann. Mhm. Und im Zweifelsfall halt auch die X-Card. Ne? Ja. Also gerade wenn ich Horror spiele oder sowas, dann kann das halt mal vorkommen. Ich habe auch Spieler dabei, die spielen gerne mit mir Horror, aber die können mit Horror eigentlich nicht gut umgehen. Das ist spannend. Also denen wird das irgendwann zu viel. Die sind dann selber halt komplett drüber. Und das ist dann so der Moment, weswegen ich das dann anspreche. Also bei D&D ist das nicht ganz so relevant. Da war ich gerade nämlich kopfmäßig so ein bisschen. Aber wenn wir jetzt in der World of Darkness, in Cthulhu oder sowas sind, da hat das eine ganz andere Bedeutung. Und da ist das in der Session Zero bei mir in der Regel dann auch mit drin. Ja, alles genau. Willst du? Ja, danke. Das finde ich ist auch gerade nochmal ein spannender Aspekt, dass man da nochmal anpassen muss, was für ein Spielsystem, was für ein Genre spielt man auch, ja. Stimmt, das ist natürlich auch, dann entsprechend auch vielleicht das Alter berücksichtigen, wenn wir das nochmal erweitern wollen. Ne? Man muss natürlich auch gucken, wenn du jetzt schon mit Jugendlichen spielst, je nachdem was für ein System, aber sagen wir mal 14 bis 16, jetzt mal unabhängig von diesen P18-Themen und X-Card und so weiter, musst du ja trotzdem kommunikativ gucken, wie gehst du da rein und was sagst du, was tust du, weil in Anführungsstrichen hast du ja meiner Meinung nach als Erwachsener da irgendwo auch eine gewisse Vorbildfunktion bei diesen Dingen. Ja. Du bist ja als Spielleiter auch zwangsläufig, wie in allen pädagogischen Situationen sonst auch, ein Sprachvorbild. Wenn du sprachlich heftig wirst, dann kann das sein, dass deine Spieler das einfach adaptieren. Und wenn die dann nicht trennen können, was ist jetzt gerade in-game oder off-game, dann ist das schwierig. Deswegen versuche ich, also ich drücke mich als Spielleiter auch anders aus als Spieler. Ganz klar. Oh ja, oh ja. Das finde ich ist aber ein guter überleitender Punkt, die Rolle des Spielleiters oder der Spielleitung. Besser gesagt, als in der Kommunikation. Also was für eine Rolle hat die Spielleitung, was für einen Einfluss hat die Spielleitung auf die Kommunikation, auf die allgemeine Kommunikation? Dustin, du hast gerade schon ein super Beispiel gesagt, dass man ja mehr oder weniger so als dieses Sprachrohr, Vorbild da fungiert. Ja, Martin, was denkst du dazu? Tja, also ich finde, dass wir, dass es ein verantwortungsvoller Job ist, als Spielleitung zu fungieren. Und zwar in einer ganzen Menge von Punkten. Also erstmal diese Vorbildfunktion ist das eine, aber im Endeffekt, es geht nicht nur um die Sprache, die wir anwenden im Rollenspiel, sondern ich finde, es geht auch um die Sprache oder wie wir mit Menschen umgehen. Und da muss ich sagen, meine eigene Gruppe, ich habe tatsächlich nur eine im Moment, die gehen inzwischen total nett miteinander um und ja, die wissen, was der Einzelne braucht. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Aber wenn du neu bist, sieht es ganz anders aus. Also ja, viele Vorbilder, also Kommunikation auch, ist ein wichtiger Punkt auf jeden Fall. Gleichzeitig auch, wie du mit Menschen umgehst, ist für mich ganz wichtig. Ja, da bin ich ganz bei dir. Vor allem auch, wenn du neue Spieler hast, dass man da auch
versucht als Spielleitung einen Raum für die aufzumachen, also wie einen Rahmen zu schaffen, ja, in dem sie sich irgendwo ausprobieren können und dann aber trotzdem wieder so weit, ich sag's mal pädagogisch, an die Hand zu nehmen, dass das halt, wenn es mal böse, böse ist, dass das irgendwie auch wieder in richtige Bahnen läuft, ne? Mhm. Und dieser didaktische Schutzraum, wie es ja dann immer so schön heißt, ich will gar nicht so viel, es ist immer so schwierig, das so ohne so Fachbegriffe reinzuschmeißen, so zu benennen, finde ich, wo ich gar nicht so weiß, wie man das so realweltlich gut beschreiben kann. Was mir wichtig ist dabei, als diese Rolle, als Spielleitung, ne, das soll jetzt nicht so überkandidelt wahrgenommen werden, oh Gott, ich muss jetzt hier sonst was machen, weil das, glaube ich, schürt dann sehr extrem viel Druck. Gott, was muss ich alles leisten können? Aber das mit dem Vorbild auch, ne? Nehmen wir mal so Themen wie Rassismus, Sexismus, Diskriminierung. Das sind alles so Dinge, die also ich finde, man sollte das nach und nach bewusst lernen, zu sehen, was man da wie macht, ne? Weil in der Regel ist es ja ein Hobby von Männer für Männer, muss man einfach so sagen. Ja, immer noch. Wir haben, glaube ich, 66-70% Männeranteil im Hobby. Und ich finde, das sind alles so Sachen, da kann man in der Kommunikation viel machen. Also ich rede jetzt nicht davon, dass man jetzt durchgendern soll oder so, ne? Aber die Art und Weise, Machtstrukturen, Verhältnisse, das sind ja alles so Sachen im Worldbuilding, wo man Einfluss drauf hat, massiv. Ja, da bin ich auch ein bisschen zwiespältig, muss ich sagen. Ich finde, es kann auch Welten geben, die, ich sag mal, frauenfeindlich sind zum Beispiel. Voll. Ja? Es ist halt nur, auch hier ist es der Punkt, wie du damit umgehst, ne? Wenn du natürlich sagst, ja, super, hier werden wieder ein paar Frauen verprügelt, tolle Sache, dann ist es natürlich was ganz anderes, als wenn du sagst, pass auf, vorsichtig, die Leute sind hier irgendwie komisch auf Frauen zu sprechen. Also passt auf, was ihr sagt. So. Ich denke auch, wenn man das vorher kommuniziert hat, ne, dass es halt klar ist, okay, wir machen jetzt heute ein Abenteuer, das spielt mitten im Zweiten Weltkrieg, da sind Nazis und alles Mögliche, wir haben die ganzen Konflikte mit Juden und allem drum und dran, die drin hängen, und das ist klar, dass das kommt, dann kann man damit ja auch umgehen, beziehungsweise dann weiß man, dass das kommt. Es gibt nur Themen, mit denen sollte man nicht jeden überraschen. Ne, also gerade wenn es heftiger Sexismus ist oder sonst was oder Fremdenfeindlichkeit, man weiß ja auch nie, was die Leute vielleicht am Tisch schon erlebt haben. Da kann man so tief ins Fettnäpfchen treten, dann vielleicht vorher sagen, hey, heute passiert übrigens ungefähr in die Richtung sowas. Wenn euch das zu viel wird, Bescheid geben, alles cool. Aber das muss vorher gesagt sein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich. Wie du gerade gesagt hast, so im Nebensatz. Deswegen möchte ich die nochmal rausheben. Man weiß ja auch noch gar nicht, was die Leute am Tisch alles erlebt haben. Ja, das ist irgendwie... Das sehe ich genauso. Also ich hoffe, das habt ihr jetzt nicht falsch verstanden. Also ich wollte damit jetzt nicht sagen, dass man das zwangsweise machen muss. Mir geht es bloß darum, dass man sich dieser Dinge, die man da tut, bewusst wird. Weil viele Sachen, wir bauen einfach, weil wir das cool finden. Und warum bauen wir Dinge? Weil wir so sozialisiert sind, weil wir diese Summe der Erfahrungen sind, die wir konsumiert haben. Aber ich würde mal behaupten, viele Menschen da draußen, die Worldbuilding betreiben, Abenteuer schreiben, so im Hobby-Kontext, denen sind viele Dinge, Prozesse gar nicht bewusst, die da auch stattfinden auf tieferen Ebenen. Und das, mir geht es einfach bloß darum, dass man sich dessen bewusst ist. Ich meine, klar kann man jetzt Dinge sagen, oh Gott, wie kannst du Sexismus am Spieltisch haben oder diese Nazi-Juden-Komponente vielleicht mit Achtung Cthulhu oder ähnliches, ja. Wo ich immer sage, was die Leute hinter verschlossenen Türen in ihren vier Wänden machen, das kann eh keiner kontrollieren und keiner verbieten. Aber ich finde, wenn man diese Dinge halt macht, wie ihr beiden sagt, sollte man da auch eine gewisse Achtsamkeit an den Tag legen, dass es halt sensible Themen sind, gerade aus der Geschichte oder hochaktuell, je nachdem. Und dass man da einen gewissen Umgang haben muss damit. Also bleiben wir bei der Nazi-Juden-Thematik. Klar, ich sage auch immer, mich betrifft es grundsätzlich nicht, weil ich das dritte Generation danach, aber das ist halt die Geschichte meines Herkunftslandes. So, das kann ich da nicht einfach wegignorieren. Das geht nicht. Nee. Das ist auch gut so, dass du es nicht tust. Ja, also das ist... Ne? Aber es ist ja auch so, unser Hobby ist ja nun mal gerade dafür da, dass man diese Grenzerfahrungen damit auch austesten kann. Also klar kann man natürlich sagen, ich spiele nur D&D, um Monster zu kloppen. Aber irgendwann, wenn man lange dabei ist, dann kommt man in die Situation, wo man sagt, ich teste jetzt auch mal Dinge aus. Ich versuche mal Spielercharaktere mit schwierigen Eigenschaften zu machen, mit schwierigen Rollenkonzepten oder sonst was. Oder ich bringe entsprechende NSCs oder Gegner rein. Dafür entwickelt man ja ein Gefühl. Und irgendwo ist das ja, finde ich, ein ganz toller Aspekt an unserem Hobby, dass man diese Grenzsituation austesten kann. Und man sollte es auch ruhig mal probieren, ne? Nur wichtig ist ja nur, dass man es anspricht vorher. Ja, genau, das sehe ich auch so. Genau. Das
dass man dann vorher von der Gruppe, das ist halt so ein hochkooperatives Spiel und ich stelle mir das halt immer ähnlich vor wie bei der Arbeit. Du bist halt irgendwie Teamleiter oder so und hast dann, ich sag's jetzt mal, ein paar Mitarbeiter, klingt wieder so, als wäre man nicht auf der gleichen Ebene. Aber Leute, um die du dich halt kümmerst auf einer gewissen Ebene, ja, und dann denke ich mir halt auch immer, wie viele Leute sind bei der Arbeit unzufrieden, weil der Chef irgendwas macht, weil Prozesse einfach intransparent sind, weil gewisse Sachen nicht kommuniziert werden. Und das ist, finde ich, im Hobby ganz genau das Gleiche. Die Spielleitung macht vielleicht irgendwas, denkt sich was, lässt die Leute nicht teilhaben. Und dann geht es ja ganz oft nicht mal darum, ob sie da jetzt wirklich mit entscheiden wollen oder nicht, aber einfach nur, sie wollen ja einfach nur im Prozess abgeholt werden oder man selber. Versteht ihr, was ich meine? Ich mag das zum Beispiel auch nicht. Das ist ein super Punkt, finde ich, dass man seine Spieler in Entscheidungen mit einbezieht, weil natürlich, also das System, finde ich, ist schon in der Stelle, in der Sache ein bisschen problematisch, weil es ist so ein bisschen einer gegen die anderen. Also Spielleiter gegen Spieler. Auf den ersten Blick. Und ich finde, das ist so die größte Falle, in die man reintreten kann, oder eine der größten Fallen, in die man reintreten kann, dass man sagt, ja gut, ich spiele gegen euch. Und das kann nicht gut gehen. Also natürlich gibt es Sachen, wo ich sage, ja gut, es gibt hier einen relativ geraden Weg. Also wir sprechen jetzt gerade von Railroad und ich gehe auch mal in eine bestimmte Richtung, klar. Aber im Endeffekt liebe ich es und habe mich daran gewöhnt, es zu lieben, dass meine Spieler ganz viel von meiner Welt mitentscheiden und mitgestalten. Und das gerade das, finde ich, ist auch inzwischen, also habe ich früher mal anders drüber gedacht, aber inzwischen, finde ich, ist das genau das Schöne, dass man sagen kann, okay, ich gebe euch meine Welt, lege euch die dahin und ihr könnt die gerne farbig anmalen, weil die ist mir noch zu schwarz-weiß. Ja. Das geht jetzt in die Richtung Situation, was könnten Spieler gut machen? Ne? Also, Tipps für Spieler. Versucht eure Welt mitzubilden. Der Spielleiter wird sich immer darüber freuen. Finde ich auch sehr, sehr wichtig. Ja, also ich bin immer froh, wenn Spieler die Initiative ergreifen. Ich glaube nicht, dass sich Spielleiter darüber freuen oder Spielleiter nicht. Glaube ich fast nicht. Ja, aber das ist auch eine Absprachesache. Ne? Ich habe irgendwann angefangen. Ich habe gesagt, hier Freunde, also ich habe ja aktiv, ich finde, das kann man ja sehr, sehr geschickt auch machen. Ne? Das ist wieder eine andere Form der Kommunikation. Aber wie bindet man die Leute ein? Zum Beispiel, erstens ist es eine super Improvisationstechnik und eine, ich weiß gerade nicht weiter, Technik, diesen Ball zurückgeben. Ne? Die Leute, ist da eine Kiste oder wie sieht denn das da aus? Oder du hast keine Ahnung, hast du nicht geplant? Einfach die Frage zurückgeben. Naja, was denkst du, wie es da aussieht? Erzähl doch mal so. Was siehst du denn da Schönes? Und das ist halt, finde ich halt auch genau sowas, weil erstens ist das eine große Wertschätzung, ne? Weil du die Leute mit einbindest, ihre Kreativität mit, eine Bedeutung hat. Und ich finde, diese Ebene ist dann auch gleich, du baust gleichzeitig auch dieses, ich sag's jetzt mal bewusst, dieses Feindbild Spielleiter oben und wir Spieler unten auch ein bisschen ab mit sowas. Ja. Falls du eine Gruppenkonstellation hast, die das so ist. Ich hatte nämlich auch schon Spieler, die haben mich, also ich hatte immer das Gefühl, dass sie mich als Feindbild gesehen haben. Ich weiß nicht, was diese Menschen vorher erlebt haben an Spielleitungen. Ja, es gibt einiges. Vielleicht war ich auch einfach schlecht, also das will ich ja auch nicht außen vor lassen. Das ist ja, kann ja auch sein. Ja, das ist der nächste Punkt. Selbstkritik in der Kommunikation, auch mal sich entschuldigen oder einfach mal, okay, das war jetzt richtig scheiße von mir, das tut mir leid, Leute, wie wollen wir das jetzt lösen? Wie wäre es denn euch am liebsten? Ja, finde ich, ist ein unheimlich wichtiger Move. Ich meine, gerade entschuldigen fällt vielen Menschen schwer, gerade Männer, das ist auch so ein Thema. Da ist das immer mit Schwäche und Entschuldigen nie immer ganz so. Ich will jetzt nicht diese Pauschalkeule für die Rollenspieler vor allem jetzt nicht schwingen, aber es ist ja auch immer etwas, was trotzdem mitschwingt. So, jetzt habe ich viel in den Raum geschmissen. Jetzt sind wir beide ganz platt. Oh Gott. Ja, also für mich persönlich ist das kein Thema, weil ich mit Entschuldigung kein Problem habe. Aber wenn ich das jetzt versuche mal zu überdenken, natürlich ist das Fehler passieren, gerade bei so einem Spiel, was so eine Dynamik hat, dass du irgendwie einen Mist baust oder irgendwie irgendwas vielleicht auch in der Kommunikation oder in der Interaktion mit deinen Spielern nicht so gut läuft. Und also bei uns in der Gruppe ist es wirklich auch üblich zu sagen, okay, das ist gerade passiert, wie wollen wir damit umgehen? Also das Thema auf den Tisch zu legen
und das dann zu besprechen. Das heißt nicht, dass wir alles tot diskutieren. Das finde ich nämlich auch furchtbar, weil ich möchte ja gerne Rollenspiele und nicht irgendwie Psychologie machen, wenn ich Rollenspiele. Aber das heißt, also es gibt ja irgendwie, Störungen haben Vorrang, kennt ihr wahrscheinlich beide, ne? Ja, also der Rest, ist der Spielfluss, es macht einfach keinen Spaß, wenn das im Raum ist. Manchmal geht es einfach nicht weiter. Manchmal kannst du über Sachen hinweggehen und sagen, ja gut, wir spielen einfach weiter. Ihr habt meine Entschuldigung, komm, lass uns weiterzocken. Und manchmal musst du Sachen auf den Tisch legen und sagen, ey, das ist jetzt gerade echt doof gelaufen. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, wie wir das regeln können? Ja, das... Wie macht ihr das? Direkt eigentlich. Also es kommt ehrlich gesagt nicht super oft bei mir vor, wenn ich jetzt mal so zurückdenke. Aber wenn es mal vorgekommen ist, also ich denke jetzt zum Beispiel gerade an so eine Situation, ich habe eine ganz heftige Horrorsituation aufgebaut und einer der Spieler, der das nicht so gut abkonnte, sagte dann irgendwann zwischendurch, Dustin, ich muss mal eben nach draußen, ich muss eine rauchen, ich halte das gerade nicht mehr aus. Und dann habe ich so gemerkt, oh Mist, ich habe das überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Ich war so in diesem Erzählflow drin, diese Weltsituation zu beschreiben, dass ich ihn, er meinte, ich habe schon gezittert, ne, dass ich das gar nicht mehr wahrgenommen habe. Und dann haben wir auch gesagt, okay, jetzt machen wir erstmal eine Pause, wir überlegen, ob wir danach überhaupt noch weiterspielen können an diesem Abend. Ging dann auch später, aber erstmal nach einer Viertelstunde Pause oder sowas, damit wir wieder reinkamen. Da war es halt ganz klar, ne, ich habe übertrieben. Das passiert. Ne? Dann war es aber auch gut damit, dass ich mich entschuldigt habe, dass wir ein bisschen über was anderes gequatscht hatten, er sich beruhigen konnte. Es war jetzt auch nicht, es ist ja nicht richtig ein Konflikt zwischen uns gewesen in der Situation, sondern ich bin nur so ein bisschen drüber gegangen über seine Erwartungshaltung an das, was ich da eigentlich mache. Und er hat sich nicht getraut zu unterbrechen, weil ich ja im Monolog war und ich ja gesagt habe, ich will da nicht unterbrochen werden. Ja, manchmal sind solche eigentlich guten Regeln auch nachteilig, ne? Ja. Ja, das ist finde ich aber gerade ein schönes Beispiel, ne, wo man sagt, das ist jetzt nicht nur die Kommunikation auf der Spielleitungsebene, sondern natürlich auch dann beim Spieler, Spielerin da zu sagen, hey, da ist für mich eine Grenze und dass man dann auch klar, also ich weiß nicht, bei euch kann ich mir jetzt gut vorstellen, dass es jetzt klar ist, okay, wenn ich da einen Painpunkt habe, ey, das ist jetzt egal, ob du diese blöde Monologregel hast, das geht drüber, ne? Wie Martin gerade schon gesagt hat, Störungen gehen halt vor, so, ne? Aber ich muss sagen, ich habe manchmal so Situationen, besonders bei D&D beim Spielleiten, wenn ich selber Spielleiter bin. Mich ärgern irgendwann so Sachen. Ich komme mit gewissen Mechaniken, finde ich, einfach zum Heulen bei D&D. Die machen mich irgendwann wütend, weil ich nicht so richtig gut damit umgehen kann, weil meine Spiele einfach zu gut sind, ja, und ich zu schlecht. Punkt. So vom taktischen her beim Kampf. Und das frustriert mich irgendwann ungemein, weil ich mir vorkomme wie so ein Louis da. Und dann wäre ich irgendwann ein bisschen frustig. So, und dann das Problem ist, da bin ich halt schon auf so einem emotionalen State, wo ich kommunikativ auch gar nicht mehr zugänglich bin. Und dann neige ich gerne dazu, über Strafe zu arbeiten. So richtig dieses, ich drücke rein. Naja, aber das Ding ist, ich habe ja eine Machtposition. Ja? Als Spielleitung hast du unendliche Ressourcen. Ist einfach so. Als Spieler nicht. Und dann kam das schon durchaus das ein oder andere Mal vor, dass ich da übers Ziel hinausgeschossen bin. Und das hat man auch gemerkt. Ja? Der Spieler war genauso... Aber auch dann, ne? Manchmal haben wir gleich drüber geredet, manchmal blieb die Stimmung und dann am Ende. So, dann sage ich halt auch, du, pass auf, ich hatte da wieder so einen Moment, ich weiß es nicht. Es tut mir unendlich leid. Wie gehen wir damit um? Wie er auch schon gesagt hat, weil ich erlebe auch ganz häufig, dass sowas dann, es ist dann gut, wir reden nicht mehr drüber oder wir reden gar nicht drüber und dann staut sich das halt an. Ja. Das ist überhaupt das Schlimmste, finde ich, was passieren kann, wenn man in der Gruppe ist. Es gibt halt auch Dynamiken und wenn sich Sachen anstauen und irgendwann ist keiner mehr in der Lage, vernünftig drüber zu reden. Also deswegen gibt es halt auch bei mir immer so eine Feedback-Runde. Ich sage immer, war alles okay oder gibt es irgendwas, worüber wir reden müssen? Manchmal gibt es auch, auch konkrete Fragen, feedbackmäßig. Ich finde das ganz gut, wenn man seine Spieler sehr gut kennt. Wie du gerade gesagt hast, das ist es auch nicht immer nötig, aber gerade mit neuen Spielern frage ich auch mal nach, wie war es für euch? Und jetzt nicht, um zu hören, ja, Martin, du bist der Tollste, obwohl das freue ich mich natürlich drüber, wenn das alle erreicht hat, aber einfach um zu hören, ja, vielleicht kann ich auch irgendwas anders machen, was kann ich besser machen, wie kann ich Sachen besser beschreiben zum Beispiel, das sind natürlich auch Punkte. Ich habe ja, wie ihr vielleicht wisst, jetzt ganz lange gar nicht mehr gespielt. Ich glaube so
die letzten 20 oder 25 Jahre habe ich sehr, sehr wenig oder nur sporadisch mal wieder gespielt und oder gemeistert. Früher ganz viel und jetzt auch wieder mehr. Aber das heißt, ich merke, das kommt, ich komme manchmal so an so Punkte, wo die Übung aussetzt. Und dieses taktische Thema ist auch mal so ein Ding. Ich lasse mich da übrigens von meinen Spielern unterstützen. Das heißt? Das heißt, erzähl uns mehr. Ja, dass ich halt mal auf. Also wenn ich einen Zauberspruch nicht so gut kenne, sind die inzwischen so zum Beispiel drauf, dass sie sagen, ja, aber der Zauberspruch wirkt doch noch auf den, der kann das gar nicht jetzt machen. Und tatsächlich, ich bin da manchmal so drin, dass ich das, dass mir das zu viele Fäden sind. Gerade im Gefecht, dann ist man natürlich auch einer gegen vielleicht vier und die sind dann taktisch besser. Ja. Klar, ja. Es ist aber auch eine schwierige Situation. Also ja. Man hat die Situation, die Spieler spielen ihre Spielercharaktere ständig. Die wissen ganz genau, was die können. Und du selber hast dann einmal diesen Mob, den du für diesen Abend vorbereitet hast. Natürlich beherrschen die ihre Charaktere besser, haben andere Backup-Pläne, haben Sachen durchdacht, weil sie ja ihre Zauber zusammengesucht haben und sonst was. Ich habe gerade gedacht, also das hat was mit sehr, sehr viel Selbstreflexion zu tun. In der Situation, das zu merken, inzwischen kriege ich das hin. Das hat aber auch lange gedauert, mir dann zu sagen, in dem Moment, wo ich switche zu, ich spiele jetzt plötzlich gegen die Spieler und nicht mehr, ich bin der Spielleiter. Das ist der Moment, wo ich dann merke, okay, jetzt läuft gerade was schief, jetzt muss ich umdenken. Und wenn die den Gegner dann jetzt schnell wegklatschen, ist auch gut, ist egal, haben die ein Erfolgserlebnis. Hat keiner gemerkt, dass ich ein Problem hatte. In dem Moment ist ja auch nur mein Problem. Und dann geht das wieder. Aber den Moment darf man natürlich nicht verpassen. Ja, spannend. Also, ja, da habe ich großes Glück, weil ich, das ist für mich kein Thema, glaube ich. Also es ist mir noch nie passiert in all den Jahren, dass ich gesagt habe, ja gut, es war manchmal ziemlich knapp, aber irgendwie habe ich mich auch immer mit denen gefreut, wenn die gewonnen haben und nichts passiert ist. Das ist einfach so, es ist halt vielleicht eine Typfrage. Aber natürlich kann ich diesen Ehrgeiz gut verstehen, das auch knapp zu machen und dass die nicht alles zu leicht haben. Das ist so, also bei mir ist so das Gegenteil der Fall, dass ich mich manchmal zusammenreißen muss und mir wirklich mit mir an mir arbeiten muss, damit ich es denen nicht zu leicht mache. Weil zu leicht ist ja natürlich genauso langweilig und doof wie zu schwer. Ja, wie gesagt, das ist gar nicht mein Punkt. Ich will ja, die sollen gewinnen von mir aus. Mir geht es halt einfach nur um diesen Frustpunkt, dass ich damit einfach nicht gut zurechtkomme, dass ich mich dann so überrumpelt fühle oder so ohnmächtig fühle. Aber das ist halt genau, wie Dustin gerade sagt, wichtig ist ja da, dass man dann lernt, sich zu reflektieren und dann zu berücksichtigen, wie man kommuniziert, sich seiner Rolle bewusst ist. Weil genau das, wenn du dann wieder so schlechte Kommunikation so vorlebst, ist das halt natürlich nicht förderlich für den Gesamtzustand. Ne? Also mir sieht man das immer an. Ich bin ein mimisch ganz ehrlicher Mensch. Du siehst mir, wenn mir was mir passt, siehst du das sofort. Das sehen die dann auch. Ich sage dann auch ganz oft nur so einen Beisatz, mir gefällt das jetzt so und so nicht, wo ich sage, ihr macht alles richtig, ist alles super. Ich bin einfach nur frustriert wegen dem und dem und wir machen weiter. Ich bestrafe die dann auch nicht. Ne? Auch wenn mir das in dem Moment vielleicht nicht schmeckt emotional, aber ich weiß halt auch mittlerweile genau, das ist falsch. Das ist einfach falsch, wenn ich es tun würde, weil die können jetzt nichts dafür, dass ich jetzt einen Knoten quer habe. So. Wie du sagst das. Das hat auch eine Weile gedauert. Früher war das auch nicht immer schön, dann mich als Spielleiter zu haben, mich ehrlich. Es ist aber gerade ein ganz spannender Punkt, finde ich, der auch andere Leute betrifft. Wir haben ja jeder jetzt festgestellt, jeder von uns hat so unterschiedliche Knackpunkte so ein bisschen. Und die Spieler haben das ja auch. Ja. Und manchmal ist man sich gar nicht bewusst, wo man gerade drin steckt, was einen ärgert. Dann kommt irgendwas raus. Was macht ihr dann, wenn ihr merkt, irgendwie, da ärgert sich gerade jemand oder ist jemand total gefrustet oder irgendwas? Und weil ich habe jetzt irgendwie seinen wunden Punkt getroffen oder irgendjemand anders hat seinen wunden Punkt getroffen in der Runde. Wie geht ihr damit um? Auf jeden Fall ernst nehmen. Ja. Das, was Dustin vorhin auch gesagt hat, mit diesem. Dass der Bekannte da dann wirklich so zittrig und so weiter war, diese Kommunikation, was die Leute dir jetzt sagen, so unwirklich, wie das für dich vielleicht selber erscheinen mag. Ich kann mir jetzt zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen, wie man aufgrund einer Rollenspielsituation in so eine Lage kommen kann, persönlich, weil ich mir das bei mir einfach nicht vorstellen kann, aber das auch unbedingt ernst nehmen, wenn die Leute so sind. Ja. Egal, ob man jetzt erstmal ein Verständnis dafür aufbauen kann oder nicht, aber ernst nehmen. Und das andere, was ich auch wichtig finde, was gut dazu passt, ist, wir beurteilen uns ja immer selbst nach unseren Absichten, die wir haben. Also wenn ich mit meinen Leuten spiele, habe ich ja keine schlechten Absichten. Es passiert vielleicht irgendwas, aber
das kann natürlich bei denen ganz anders ankommen. Und umgekehrt genauso. Ja. Ich hatte neulich mal einen Spieler, der sagte irgendwie, ich sage irgendwie, mach mal einen, was weiß ich, Wurf, ne? Und er sagte dann, ja, ich sehe nix. Mach mal einen Perception-Wurf, ich sehe nix. Und irgendwie hat mich das in dem Moment so angetriggert, dass ich gesagt habe, das entscheidet immer noch ich. Und ich wollte nur sagen, ich habe eine 4 gewürfelt. Wie man manchmal, weißt du, stressigen Tag gehabt und irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt. Es ging an meine Kompetenz, es war mir wichtig. Aber das, finde ich, ist gerade ein super wichtiger Punkt. Übergriffigkeit in der Kommunikation. Ja? Also sei es nur in dem Spielleiter solche Sachen vorgreifen oder wenn jemand gerade als Spieler sein Spotlight-Moment hat und ein anderer Spieler da reingrätscht, ne, das ist ja auch so ein super Lieblingsthema bei dir, ne? Ja. Also was habt ihr da so für Practices, wie ihr mit sowas umgeht? Also der Spotlight-Dieb, wenn er das die ersten ein, zwei Male macht oder sowas, dann sage ich da in der Regel noch nichts zu oder reflektiere das höchstens nach der Session mal mit ihm nach, um ihn darauf aufmerksam zu machen, dass er das überhaupt gemacht hat. Viele Leute merken das ja auch gar nicht, weil die ja emotional so drin sind in ihrer Rolle gerade oder in der Situation. Sie wollen unbedingt irgendwas machen und irgendwie die Situation bestehen, dass ich es nachvollziehen kann, dass sie nicht darüber nachdenken, dass das jetzt gerade die Truhe des Rogue ist, ne? Der jetzt gerade zusehen muss, wie er das Ding aufkriegt und nicht der Barbar kommt mit dem Hammer und die kaputt haut. Und das kann ja vorkommen. Und dann spreche ich mit den Spielern danach darüber. Wenn die das Verhalten allerdings dauerhaft nicht ablegen, wenn ich dieses Gespräch immer wieder führe, dann ist das halt, dann wird es halt schwierig. Aber dann muss man halt auch vielleicht ein bisschen mehr drüber reden als nur ein, zwei Sätze nach der Session. Oder was ich manchmal mache, sowas zu sagen wie, warte mal einen kurzen Moment. Weil ich finde es ganz gut, so ein schwieriges Verhalten in dem Moment anzusprechen, wo es passiert. Aber nicht am liebsten nicht mit so pädagogenhaft von oben herab, sondern nee, warte mal ganz kurz, wir müssen unbedingt wissen, was er jetzt gerade macht als erstes. Ja, das hilft manchmal auch, weil das macht so in dem Moment die Situation bewusst, ja, ich verstehe, ich bin gerade wieder drüber oder wie auch immer. Ja, vielleicht nicht mehr das, aber ich finde trotzdem, das ist eine relativ charmante Art und Weise, das zu lösen, wie du das gerade sagst. Und dann wirkt das nicht so ganz so wie so ein Bug, den man so vorkriegt. Ne? Weil, wie Dustin gerade gesagt hat, ich erlebe das auch häufig, dass die Leute einfach nur so die sind voll dabei, die haben Tatendrang und jeder hat eine Idee, wie man das jetzt gerade lösen kann. Aber eigentlich ist es halt, ich greife das Beispiel oft, eigentlich so dieser Spotlight-Teppich für den Rogue, der vorangehen soll, ja, und das anführt und die Truhe als Erster anguckt. Und wenn er sagt, nee, ist nicht, dann soll der Barbar dahinter schon mit der Axt stehen, aber er soll das bitte ruhig machen. So. Und das ist, finde ich, das kann man sehr galant so lösen, das stimmt. Aber ich finde trotzdem wichtig, wenn der Mensch das mehrfach macht, danach wirklich mal mit der Person zu reden und der Person zu erklären, warum man das macht oder sie zu fragen vielleicht auch, ob ihr das Verhalten auffällt. Und dass man dann sagt, okay, ich versuche das immer gleich mit einem Beispiel zu erklären, ne, in deinen Stärken, also ich versuche immer jedem dann so einen Spotlight-Moment zu geben, das ist immer meine Erklärungsweise dann, wo ich sage, wenn es um so Truhen geht und ihr einen Dieb dabei habt, und würde ich halt schön finden, wenn er das Angebot annehmen will, halt ne, zuerst wahrnimmt, du ihm da auch den Spotlight lässt, weil das halt so seine Expertise ist. Man kann ja seinen Spielern auch den Tipp geben, dass man sagt, wenn du jetzt die Situation nicht hinkriegst, wenn du die Truhe nicht aufkriegst, dann ist es jetzt deine Aufgabe als Spieler als nächstes zu sagen, Leute, ich kriege die Truhe nicht auf, hat einer von euch eine Idee? Dann gibt man das Spotlight weiter. Der andere hat das Gefühl, ich hatte meine Situation und ist jetzt auch noch so, also man fühlt sich ja auch gut, weil man ja dem anderen jetzt die Aufmerksamkeit gibt, das Ganze geregelt in einer Rollenspielsituation und dann kann der Barbar von mir aus draufhauen. Dann weiß der Barbar, wenn man das ein paar Mal gemacht hat auch, dass er eigentlich nur abwarten muss. Er wird schon gefordert, wenn es jetzt irgendwie relevant ist. Das muss man natürlich ein bisschen lernen und in seine Spieler reinkriegen. Ist ein bisschen sowas wie passive Erziehung, aber funktioniert auch. Ich stelle mir das gerade vor, wie er schon so pfeifend dahinter sitzt und mit so einem Wettstein die Klinge. Ist ja aber auch sehr spielnah dann, ne? Aber das sind sowieso schöne Momente, wenn die sich unter das Spotlight weitergeben. Also das mag ich total gerne. Ne, wenn der Dieb dann sagt, oh Scheiße, du hattest doch diese scharfe Axt. Ich würde da hinhauen. Und das ist doch total nett. Oder ich krieg das Schloss nicht auf, kannst die Tür eintreten, bitte. Ja.
Und nicht also jedes Mal, ich meine, gut, es ist natürlich auch, wenn der Barbar immer jedes Mal die Tür auftritt und der Dieb nicht einmal seinen plus 5000 auf Schloss öffnen anwenden kann, kann das ganz schön frustrierend sein. Ja, ich finde auch, da muss man halt wirklich schauen, dass man mit den Leuten dann mal redet, dass man für beide, ne? Es kann ja auch sein, dass beide, sage ich mal, ich bleibe jetzt mal bei deinem Türbeispiel, weil das sehr, sehr, sehr schönes Beispiel ist, dass es für beide so ein super Ding ist. Der tritt halt gerne einfach Türen ein und der andere würde sie halt gerne leise öffnen. Ja, dass man halt schaut, dass man es irgendwie schafft, dass beide ihre Spotlight-Momente bekommen für die ein dasselbe Thema halt, ne? Und cool wäre es, wenn der Dieb sagt, ich gehe zuerst rein, aber ich schließe die wieder ab hinter mir. Das ist auch okay. Das würde ich sogar dem Spieler von mir zutrauen. Der ist genau so ein Typ, wie du gerade, so die Ideen, die du gerade bringst, der dann sagt, pass auf, lass mich mal machen, schließ dazu, dann kannst du vor mir das wieder eintreten. Ja. Aber es passieren ja schon unfassbar nette Sachen am Tisch, oder? Ja, also wir sind ja heute auch in der Diskussion, wo wir gerne mal wieder auf die Schwierigkeiten gucken. Ne? Darum soll es ja auch gehen, um Tipps zu finden. Aber was an Schönem passiert im Rollenspiel, ist ja auch echt eine ganze Menge. Also es gibt inzwischen, finde ich, ganz viel sehr kompetente Spielleiter, ganz viel sehr kompetente Spieler und das ist ein, die ganz viel ja, Einfühlungsvermögen mitbringen inzwischen, finde ich. Also ich habe es in letzter Zeit, im letzten Jahr nicht anders mitgekriegt. Das war früher, als ich angefangen habe zu spielen, echt ganz anders. Man ist anders miteinander umgegangen. Und es ist schön, dass sich das verändert hat, finde ich. Das würde mich mal interessieren, weil du das vorhin schon gesagt hast. Wie kannst du mal so, vielleicht, wenn du das reflektiert gerade spontan hinkriegst, wie so ein paar wesentliche Unterschiede, wie man heute redet und was früher vielleicht anders war. Ne? Ich bin, erstens bin ich noch nicht ganz so alt und zweitens, nicht, dass ich sagen würde, dass du alt bist, aber du bist halt älter alt. Als ich und ich spiele das. Erfahrener. Ja, erfahrener, dankeschön. Das ist so viel zu dir wertschätzende Kommunikation. Mehr Erfahrungspunkte. Und ich bin auch nicht ganz so lange im Hobby dabei, also ich spiele erst seit sechs Jahren. Ich würde mal behaupten, ich bin schon diese New Generation, ne, was das betrifft. Das fände ich auch mal spannend zu hören, einfach diesen Unterschied, ohne zu sagen, früher war das besser. Also, wir haben neulich in einem Lore-Podcast drüber gesprochen, das erklärt ganz gut, wie es war, dass so die erste Welt, Greyhawk, eigentlich nur eine Verknüpfung von Dungeons war. Also, das Hobby... Ich mochte Greyhawk. Ich mochte Greyhawk als Welt sehr gerne. Ja, war auch toll. Aber im Endeffekt ging es oft darum, wir gehen in einen Dungeon. Und dann gab es vielleicht irgendeine Reise. Und wenn es auf der Reise, wenn die Reise auch ein Dungeon war, sage ich jetzt mal, dann war es okay. Oder man war einfach da. Und man hat komplett anders gespielt. Also, und man hat natürlich, also es kam auf andere Sachen an. Und vielleicht waren deshalb auch andere Skills nicht so wichtig. Also die Skills, über die wir heute reden, die Kommunikation. Sondern es ging mehr um Würfeln. Und ich weiß, als ich damals aufgehört habe zu spielen, weil ich dann so viel Musik gemacht habe, hat es gerade angefangen, sich zu ändern. Dann kam war ich in einer Gruppe drin, die war ein bisschen jünger und ich habe das am Anfang auch gar nicht verstanden, was sie wollten. Wie, du willst nochmal mit dem Händler reden? Mann, schreib dir den Kram doch einfach auf. Warum willst du mit dem reden? Der ist so langweilig. Ein Händler, den kann ich gar nicht umbringen. Ach. Also gut, da könnte ich schon, aber dann kommt die Stadtwache und dann kriege ich nur Ärger. Nee, komm. Red doch nicht mit dem. Ist doch, er könnte ja auch der Böse sein oder der Gute. Ja, gut, das, aber ist halt anders gewesen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, so nur so. Wobei es ja vielleicht auch auf die Systeme ankommt, ne? Wenn man jetzt ganz stark in diesen Fantasy-Systemen, DSA, D&D oder sonst was ist, dann ist die Welt ja vielleicht auch noch ein bisschen anders gewesen. Wenn man aus den Erzählsystemen wie der World of Darkness oder sowas kommt, da geht es ja nur um Kommunikation eigentlich, dann ist man das auch anders gewohnt. Ja, starke Behauptung. Du sitzt nicht in meinen D&D-Runden. Nein, ich meinte jetzt auch nicht, dass das in den D&D-Runden und so nicht ist oder dass es da zu wenig ist oder sowas, sondern dass es von den Ursprüngen her anders war und die Erzählsysteme einen ganz anderen Ursprung hatten. Ja, man muss ja auch, glaube ich, differenzieren, ob du eher aus der Richtung Erzählspiel kommst oder aus der Richtung Tabletop-Game. So, ne? Also man muss das ja grundsätzlich schon differenzieren. Ein Erzählspiel ist ja, glaube ich, definitorisch eigentlich kein Pen-and-Paper-Rollenspiel. Also der Erzählspiel ist ja eigentlich noch, glaube ich, ein bisschen was anderes. Wenn man streng nach Definition geht, würde ich jetzt mal vage in den Raum schmeißen mit keiner Garantie auf Richtigkeit. Ist auch ein anderes Thema. Sehr gut, danke galant, hast du mich da rausgeschoben.
Was ich noch mit bei mir draufstehen habe, weil wir haben ja jetzt relativ viel auch, also allgemein, wie kann man da mit starten mit dem Kommunikationsthema zur Session Zero gesprochen. Wir haben viel darüber geredet, was die Spielleitung als, ich sag's mal, Kommunikator da ja für einen großen Einfluss auch auf die Gruppe haben kann und auf die Welt und wie das alles erlebt wird, bis hin zu jetzt, sage ich mal, Übergriffigkeit beim Spielen, also zwischen Spielern und Spielleitern und alles irgendwie, was es dazwischen gibt. Was mich da nochmal interessieren würde, wie ihr das seht, zählt das für euch in beide Richtungen gleichermaßen oder seht ihr da eine gewisse hierarchische Diskrepanz? Also darf zum Beispiel die Spielleitung grundsätzlich eher intervenieren und einem Spieler, sage ich mal, übergriffig abwürgen kommunikativ als andersrum? Oder seid ihr der Meinung, das ist gleich geebnet? Ist die Frage verständlich? Ja, also ich sehe schon einen Unterschied als Spielleiter. Also ich sag mal, vielleicht so ein Machtgefälle, um das blöd auszudrücken, mir fällt aber gerade kein besseres Wort ein. Aber ich sehe auch immer die Möglichkeit, dass man Sachen ansprechen kann. Also wenn ein Spielleiter eine Sache nicht so gut macht oder nicht so passend macht, einfach vielleicht für eine Gruppe, dann kann man das auch ansprechen. Oder vielleicht auch nur für einen einzelnen Spieler. Dann finde ich, hat er das Recht, das anzusprechen. Der kann mich genauso für ein Vier-Augen-Gespräch bitten, wie ich das mit ihm vielleicht mache. Und das ist ja auch gut, dass wir über Sachen reden, weil ich weiß nicht, bitte mach du erst. Ich denke, die Spieler, die haben natürlich das Recht, das zu machen. Die Spieler sind aber in einer anderen Situation. Ja. Der Spielleiter weiß, worauf er hinaus möchte. Die Spieler wissen das eventuell nicht. Es gibt ja auch Situationen, die wir künstlich erzeugen, wo wir künstlich dafür sorgen wollen, dass die Spieler jetzt mal ein bisschen angefixt sind, dass sie den Gegner richtig kacke finden oder sonst was, wo manchmal die Ebenen auch zwischen Rollenspieler und Figur verwischen so ein bisschen. Das kann man ja absichtlich machen. Und die Spieler sind natürlich es gewohnt, erstmal abzuwarten, warum macht denn der Spielleiter das eigentlich und dann möglicherweise auch deswegen später erst in Konfliktsituationen zu reagieren, weil sie vielleicht auch gerade bei einem erfahrenen Spielleiter sagen, der hat vielleicht eine Intention dahinter, ich warte jetzt erstmal, was passiert. Und wenn dann der Spielleiter das nicht checkt, ist das natürlich das Dilemma. Aber grundsätzlich, warum soll der Spieler nicht reingehen in die Situation und sagen, ey, das ist mir gerade zu viel oder sonst was. Das ist ja genau das, was X-Cards und sowas machen oder Ausfaden. Ja. Ja, also solche Extrembeispiele meinte ich jetzt nicht. Also das wäre jetzt für mich persönlich außen vor genommen und selbstverständlich, sobald da eine persönliche Grenze, auf welcher Ebene auch immer, da komplett erreicht ist, sei bitte jeder immer überall sagen, hier stopp, alles, das ist mir zu viel. Ich meinte eher bei diesen Kleinigkeiten wie zum Beispiel Spotlight, Deep in Anführungsstrichen oder ähnliches, weil ich finde auch, dass man da, ja, dieses Machtwort ist immer ein bisschen doof und mir fällt auch nichts Besseres ein, dass man als Spielleitung da schon einfach mehr Raum hat in der Rolle, die man einnimmt und einfach mehr Kompetenzen zugesprochen bekommt. Das ist einfach so, weil ich aber auch finde, du hast als Spielleitung auch die Aufgabe, so einen gewissen Ordnungsrahmen zu wahren. Also du bist gleichzeitig irgendwie Mitspieler, aber gleichzeitig auch, wie man bei Monopoly vielleicht sagen würde, die Bank. Ja? Irgendwie um so einen gewissen Rahmen da zu gewährleisten. Und ich finde halt schon, wie du gesagt hast, dass eben, weil man da so einen gewissen Metaplan hat, dass man dann tendenziell eher mal zwischengrätschen kann, wenn Szenen sind, als die Spieler untereinander. Das finde ich dann eher störender und unangenehmer, persönlich. Aber ich sage halt meinen Leuten auch immer, ich werde auch nicht gern bei Monologen unterbrochen, aber wenn es jetzt was ganz Kritisches ist, mach's halt, auch wenn es mir nicht gefällt, das ist okay. Also wenn wir den Spotlight-Deep nehmen, da finde ich es ja eigentlich sogar ganz gut, wenn Spieler das dann aufnehmen in dem Moment, dass sie können ja auch, solange sie in-game pöbeln, kann man so eine Situation ja auch total charmant lösen. Ne? Dass sie sagen von wegen, geh jetzt weg, Barbar von meiner Truhe, ich versuche das Ding erstmal aufzumachen oder sowas. Dann können sie sich ja auch von mir aus in-game bekäbbeln, wenn die Spieler das so können oder sowas. Aber warum soll der Spieler nicht an der Stelle meckern? Also das finde ich eigentlich ganz gut, wenn Spieler das machen, machen sie leider viel zu selten. Ja, dass sich ein Spieler über den anderen aufregt sozusagen. Also ein Charakter über den anderen aufregt. Genau. Ja. Nicht Spieler gegen Spieler, das wäre doof. Nein, genau. Gibt es ja auch, aber das finde ich ist auch gerade ein super Thema, dass man da kommunikativ auch nochmal unterscheiden muss zwischen, bin ich gerade in Character, egal ob als Spieler oder als Spielleitung, oder bin ich halt nicht in Character. Und das finde ich halt gerade spannend, weil mir fällt das nämlich auch auf, dass dann diese Beschwerdesachen oder was man dann, dieses Zwischengrätschen dann oft auf der Spielerebene stattfindet. Ah, hier Spielleiter, ich mache übrigens das hier, ne?
Ja, habe ich mitgekriegt, aber er macht gerade was. Oder sie. Das ist aber auch der Grund, warum ich die Regel aufgestellt habe, wenn wir anfangen zu spielen, bleibt ihr In-Character, damit es da nicht so starke Vermischungen gibt. Also daher rührt das auch so ein bisschen. Dann nimmt sowas ab. Spielleiter, die da nicht weniger drauf beharren, die haben halt häufig das Problem, dass diese Ebenenverschiebung da ist und dass man sich dann überlegen muss, was ist eigentlich das Problem? Wo steht es gerade? Und wissen die beide, wo das Problem ist? Genau, da kann ich nur zustimmen. Aber wo zieht denn ihr da die Grenze? Wenn du zum Beispiel, nehmen wir mal wieder die Rogue-Situation als Beispiel und der Barbar dann anfängt dazwischen zu grätschen, sich von hinten reinschiebt und der Rogue sagt, nee, hör auf und die sich dann so ein bisschen streiten, ja? Und dann wird es, wenn sie gerade so ein bisschen stealthy, heimlich unterwegs sind, wird es vielleicht laut, okay, es hat Konsequenzen. Sie hört vielleicht jemand, so die Wache, da kommt jemand. Und das häufiger passiert. Irgendwann, ich hatte solche Situationen schon, dann ist der Spieler dahinter angepisst, weil der andere Spieler etwas tut, obwohl er ja nur In-Character. Wo zieht ihr dann irgendwann die Grenze, wo man merkt, emotional, okay, das ist jetzt hier nicht mehr In-Character, obwohl ihr In-Character redet, das ist schon ein ganz anderes Level. Ich weiß nicht, ob es dafür eine pauschale Antwort gibt, weil es Nee. einfach so unheimlich abhängig davon ist, mit wem man da eigentlich spielt. Deswegen, ich wüsste jetzt nicht, wie ich eine Grenze verorten soll. Das hängt einfach davon ab, wie gut ich die Spieler kenne. Je schlechter ich die kenne, desto früher würde ich intervenieren, aber viel mehr Regelhaftigkeit habe ich da nicht hinter. Nee, das ist genau das. Wenn ich die Spieler nicht gut kenne, wäre ich eher vorsichtig, einzugreifen, bevor es weiter eskaliert. Also, ich sage jetzt mal, als Spielleiter würde ich schon darauf achten, dass Spieler im Großen und Ganzen so gleiche Spielanteile haben oder gleiche Spotlight-Anteile. Und das würde ich denen auch, das mache ich auch transparent. Und wenn ich dann, um wieder bei der Kiste mit dem Rogue zu bleiben, dem Barbaren sage, nee, Moment mal, jetzt ist der gerade dran, na? Oder warte mal kurz oder wie auch immer, dann würde er hoffentlich verstehen, wenn nicht, würde ich das nachher sagen, dass es um Spielzeit geht, dass ich auch jedem die Chance geben möchte, mal zu glänzen. Und wenn an einem anderen Abend, ich sage jetzt mal, der Rogue schon die ganze Zeit irgendwie 1000 Schlösser geöffnet hat und der Barbar denkt jetzt mal, okay, mir wird gerade langweilig, ich muss jetzt mal eine Tür eintreten, dann kann man das natürlich auch gerne machen und dann können wir das gerne auch intensiv beleuchten, wie die Tür zersplittert und wie er sich vielleicht trotzdem nicht aufkriegt, kann ja auch sehr lustig sein oder wie auch immer, ne? Egal, also scheitern oder nicht scheitern, ist ja auch total beides charmant, finde ich beides schön. Ja, das find ich auch gut. Also mir würde das nämlich auch schwerfallen, eine pauschale Grenze da zu ziehen. Also ich bin da ganz bei euch mit den Faktoren, die ihr genannt habt. Man da einfach gucken muss, wie die Leute drauf sind. Und ich finde, das ist auch gar nicht, selbst mit viel Erfahrung ist das nicht einfach, wann greifst du ein und wann nicht. Weil ich sehe die Spielleitung immer noch in der Rolle als wirklich Mediator, dass man wirklich auch eingreift aktiv. Es sei jetzt erstmal egal, wann und wie, aber dass man es tut, meiner Meinung nach. Ich finde es ganz furchtbar, wenn Spielleitungen sich zurückhalten und sagen, naja, ihr Spieler habt ja ein Problem untereinander, klärt das mal. Ich mir denke, so einfach finde ich das nicht. Manchmal braucht es da ein regulierendes Element. Seht ihr das ähnlich? Natürlich. Also, wenn die Spieler nicht gerade jetzt in dem Moment, ich meine, das heißt ja nicht, dass sie irgendwelche Blödleute sind, ne? Aber wenn die gerade in dem Moment vielleicht aufgrund ihrer Emotionen nicht die Kompetenz haben, die Situation adäquat zu lösen, dann mische ich mich natürlich ein. Wenn die jetzt sich im Charakter streiten, dann werfen die sich ja wahrscheinlich auch lustige Blicke zu in zwischendurch, ne? Obwohl sie sich gerade total aufregen. Aber wenn die Spieler sich streiten, klar. Man kann den Spielern ja auch die Kompetenz verschaffen. Gehen wir jetzt Ja. mal davon aus, wir bleiben jetzt mal bei der Rogue-Barbaren-Situation, auch wenn sie für die Situation, was ich jetzt beschreibe, abgefahren ist. Aber sagen wir mal, der Rogue, der regt sich jetzt darüber auf oder der Barbar regt sich im Hintergrund darüber auf. Und dann sagt man ihm, okay, Rogue, was hältst du denn jetzt gerade davon, was da passiert? Der hängt dir im Nacken mit der Axt, das stresst dich total. Du versuchst das Ding zu öffnen. Wie machst du das? Wir bleiben also in einer Ingame-Lösungsstrategie. Selbst wenn er dann sagt, ich drehe mich um und hau dem einen auf die Fresse, macht man beim Barbaren wahrscheinlich schlauerweise nicht, aber dann kann man den Barbaren als nächstes immer noch fragen, möchtest du getroffen werden oder nicht? Und dann hat man eine richtige Rollenspielsituation geschafft und das Problem möglicherweise ingame gelöst, damit es extern gar keins mehr ist. Ja, das finde ich ist auch sehr smart.
kommt aber, finde ich, auch darauf an, wie hoch die Emotionen schon gekocht sind. Ich hatte nämlich eine ähnliche Situation, da hatte ich mit meinem Spielercharakter ein sehr krudes Messer am Hals und mein Sorcerer ist sehr eitel. Der hat sich das nicht gefallen lassen und der meinte auch, wenn du ein 1 und 1 willst, bitte. Und er hätte es verloren. Der blöde Kleriker. Der war halt besessen so, ne? Er fand das halt lustig und ich habe dann ähnlich aggressiv reagiert und das war halt auf der Spielerebene dann das Problem. Er war dann mega sauer, dass ich das nicht gemacht habe, weil ich hintenrum mit meinem Charakter dann in irgendeiner anderen Situation habe ich blockiert, so eine Metasituation und gesagt, in Charakter, okay, wenn du dich ernsthaft bei mir entschuldigst, dann mache ich das. So, und dann ist bei uns ein riesen Konflikt dadurch entstanden, ne? Weil er sagt, hier, ich blockiere sein Spiel, das ist doch blöd. Wo ich sage, nee, ich reagiere einfach auf meiner Charakterebene. Mein Charakter ist einfach so. Der lässt sich das nicht gefallen und der ist einfach so ein rachesüchtiges Ding. Punkt. Und da ist ihm das auch egal, ob du besessen warst oder nicht. Und da hat er sich als Spieler persönlich angegriffen gefühlt von mir. Und das war auch ultra schwer. Und unser DM zum Beispiel hat sich da rausgehalten. Ja, raushalten ist natürlich auch ein Zeichen von Vertrauen. Ne? Wenn du dich raushältst, weil du denkst, dass deine Spieler die Kompetenz haben, das zu erledigen, ist das natürlich auch ein hohes Lob, sich rauszuhalten an deine Spieler. Ja, die Kompetenz hatten wir nicht. Ne? Sich aber rauszuhalten und zu wissen, die kriegen das nicht hin alleine, ist natürlich ja nicht unbedingt die beste Möglichkeit fürs Spiel. Das war ja jetzt auch schon eine sehr verfahrene Situation. Wenn die Spieler sich schon am Tisch angehen, dann muss, dann hat das, also bei allem Vertrauen. Ne, ja, aber das hatte sich schon über Wochen angebahnt. Immer wieder. Das war einfach zwei. Also, das ist halt auch das ist halt genau sowas, ne, was wir zwischendrin mal hatten am Anfang irgendwann. Es baut sich dann langsam auf und das hatte viele verschiedene Komponenten. Ne? Erstens, unsere Spielercharaktere vom Konzept her waren massiv schlecht kompatibel. So, wir waren eine große Gruppe und einer von unseren Charakteren wäre eigentlich für eine Gruppenkonstellation schon sehr anstrengend gewesen, Anführungsstrichen. Aber beide zusammen, schwierig. Ich habe aber hintenrum Mist gemacht mit so einem bösen Gott, was keiner mitbekommen hat, was ein bisschen Konsequenzen hatte und der andere hat immer, beste Beispiel, im Kampf gegen den Einhorn gestanden, waren alle halb tot und der hat zwei Runden lang versucht, das Vieh mit Bonbons zu füttern, komm, willst du mein Freund sein? So, das war in jedem zweiten Kampf gefühlt so. Also, die Konzepte waren sehr, sehr, ich finde das so, kennt ihr diese Perspektiven auch, diese verschiedenen bei sowas? Als Spielleiter hätte ich das total gefeiert, hätte ich das lustig gefunden, wenn er so Konzepte da. Als Spieler habe ich das total angekotzt, weil jede Zeit Angst hatte, dass mein Charakter deswegen drauf geht. Wie kommuniziert man das dann? Aber du hast es ja, also das Problem liegt ja darin, dass es sich schon seit ganz langer Zeit aufgebaut hat. Und das ist das Thema, also wo ich gucken würde, dass ich das im Endeffekt regle mit den beiden Beteiligten, bevor es richtig zur Sache geht. Aber wie? Eure Charaktere sind total inkompatibel. Wenn wir jetzt nichts machen, ich merke, dass ihr schon als Spieler miteinander in Clinch seid, habt ihr irgendwelche Ideen, wie wir das lösen können, dass die beiden miteinander klarkommen? Weil wenn es sich auf die Spielerebene auswirkt, dann muss ich als Spielleiter da sein, finde ich. Ich finde aber auch, das ist ein bisschen Rolle des Spielleiters, auch am Anfang abzufragen, also wir haben ja schon darüber geredet, in der Session Zero werden die Charakterkonzepte geklärt. Ja. Wenn der Spielleiter da nicht merkt, dass das auf jeden Fall gegeneinander feuert, also man kann ja auch am Anfang mal ansprechen, passt mal auf, der Charakter und der Charakter, die sind beide so, wenn die aufeinander klatschen, dann wird das zu Problemen führen. Wollt ihr das oder wollt ihr eure Charaktere nochmal anpassen? Könnt ihr damit umgehen, dass das möglicherweise immer wieder zu einem Konflikt wird? Ich glaube, wenn man das vorausgreifend macht, ist das in Ordnung. Wenn man erstmal in der Situation steckt, dann ist es schwierig, dann kann man nur noch, wie Martin das gerade sagte, mit einer Intervention reingehen und das klären. Aber man sollte vielleicht versuchen, den Anspruch zu haben. Also ich finde es immer ganz schwierig, wenn Spielleiter sagen, ja, bau mal einfach deinen Charakter, ich baue den da schon irgendwie rein. Das führt halt genau zu diesem Dilemma. Ja, das ist ein spannender Ansatz. Ich muss dazu sagen, wir waren alle noch relative Anfänger, weil die Charaktere haben sich dann erst nach gewisser Zeit herauskristallisiert. Wir hatten zum Beispiel auch, ich habe viel versucht in der Kommunikation, muss ich sagen, auf viele verschiedene Arten und Weisen.
da irgendwie klarzukommen. Er hat dann irgendwann auch ganz klar gesagt, nö, ich spiele die Art von Charakter, selbst wenn der stirbt, ich würde meine Charaktere alle so spielen, weil mir das gefällt. Ja. War schwierig, ne? Ich wollte jetzt nur auch nicht von meinem Charakterkonzept abweichen, weil es mir gefallen hat. Das ist dann... Ja gut, dann kann man doch versuchen, sie in-game irgendwie zu vereinen, ne? Dass man ihnen einen gemeinsamen Feind gibt oder sonst irgendwas, dass die sich beide miteinander vertragen müssen und es sich vielleicht irgendwie repariert, aber das ist jetzt ein bisschen schwierig, ne? Weil es so... Ist ja nee, sehr abstrakt jetzt auch für uns. Ich sag mal so, diese Situation, die könnte man eigentlich, glaube ich, in einer einzelnen Session mal super analysieren und dann gucken, wie man da kommunikativ reingehen könnte. Da ist echt viel, es ist viel, viel, was man da besprechen könnte, ja. Aber das ist spannend, danke für euer Input da, ne? Also, was ich jetzt mir, jetzt, wir haben ja jetzt hier schon ein bisschen mehr als eine Stunde Aufnahme, bisher so mitgenommen habe, das ist halt auch sehr. Oh Gott, Entschuldigung. Gesundheit. Danke. Dass es halt auch echt typabhängig ist, ne? Wir haben teilweise, gehen wir alle drei sehr d'accord, wie wir mit gewissen Sachen umgehen, aber teilweise haben wir da auch echt eine ganz andere Art und Weise, wie wir die Sachen betrachten, ne? Ja. Und ich glaube, falls ihr jetzt nicht noch irgendeinen anderen wichtigen Aspekt habt zu dem Thema. Das war eine Frage? Nee. Ist eine gute Länge. Okay. Ich finde es ja immer noch gut. Vielleicht können wir noch mal so eine Sammlung machen, ob jeder noch ein, zwei, drei gute Tipps hat, die wir mitgeben können. Also ein Tipp, den wir schon ganz klar hatten, finde ich, den ich jetzt mal rausarbeite für uns, vielleicht können wir das so ein bisschen auch zusammentragen, ist, macht eine vernünftige Session 0. Ja? Da gibt es auch ein paar richtig coole Videos zum Thema Session 0 im Internet bei YouTube. Guckt euch die an und macht das mit euren Leuten. Ich möchte immer den Leuten was mitgeben zum Schluss am liebsten. Nein, vielleicht, ist gut. Vielleicht bescheuert. Gut. Was fällt uns noch ein? Was ganz so die Top 2, 3 Tipps irgendwie. Also Session 0 gut vorbereiten. Was wäre noch eins? Prozesstransparenz finde ich wichtig. Immer mit abholen als Spielleitung, Gedanken teilen. Warum habe ich jetzt Sachen gemacht und warum mache ich jetzt Sachen? Diese Dinge halt einfach auch erklären, wenn man merkt, da läuft gerade irgendwas komisch. Die Leute einfach mitnehmen in dem Prozess. Da muss man keine Angst haben, dass man zu viel verrät vom Plot oder ähnliches. Das ist Quatsch. Das Thema finde ich noch sehr wichtig. Ja, und vielleicht noch so früh wie nötig, drücke ich das jetzt mal aus, reagieren, wenn es zu Konflikten kommt, damit die sich nicht hochkochen, wie in der Situation, die du gerade beschrieben hast. Ja, das ist ein super, super schönes Erklär-Negativbeispiel, ja. Ich-Botschaften finde ich noch ganz gut. Ja. Da verbessere ich auch gerne, wenn die Kommunikation, nicht so super ist, sage ich gerne, wenn jemand sagt, du bist total nervig gerade, dann formuliere ich gerne die Sache nochmal um, sage, du möchtest sagen, dass du gerade davon genervt bist. Wovon genau bist du genervt? Von welchem Verhalten? Also, dass man nochmal so Klarheit schafft. Finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Ja, und für mich immer noch, also das ist einfach mein Top ein Thema, aber wir können auch, das soll nicht der Abschluss sein, Vertrauen. Vertrauensbildende Maßnahmen. Ich glaube, wenn du eine Gruppe hast, die sich untereinander vertraut, die darauf vertraut, dass du als Spielleitung kompetent bist, Konflikte zu lösen, wird es unfassbar viel einfacher zu arbeiten und zu Spaß zu haben auch. Ich glaube, was mir bei sowas noch wichtig ist, wenn man jetzt so dieses hochtrabende Gerede von uns jetzt hier so dazu hört, dass man sich einfach bewusst macht, dass Kommunikation auch gerne out of game oder in dieser Zwischenkommunikation anspruchsvoll sein darf, dass das, wenn man das nicht so als negativ anstrengend wahrnehmen soll, wenn man daran nicht gewöhnt ist, ja, also das ist ja irgendwann auch ist ein Gewohnheitseffekt ja irgendwann auch. Ja. Und dass man da auch Spaß dran haben soll, das mit als Teil des Spiels einfach betrachten soll. Ich finde, das hilft ungemein, weil das gehört zum Spiel dazu, weil es beschäftigt sich mit dem Spiel und ja, dass man das gerne versuchen darf, so von der Seite zu sehen. Ja gut, und wir sprechen natürlich auch gerade auf sehr hohem Spielleiterniveau, ne? Also ja. Man hat dann schon nichts mehr mit dem Regelsystem, mit den Spielern oder sonst was mit der Situation zu tun, sondern wir haben schon so viel Zeit darüber nachzudenken, wie die Kommunikation läuft, dass wir damit überhaupt so umgehen können. Ja. Das ist also auch ein Thema, womit man sich auseinandersetzen sollte, wenn man schon eine Weile Spielleiter ist vielleicht, wenn man vorher solche Situationen hatte.
Ja. Genau, war so ein bisschen Expertenrunde zum Thema Kommunikation für Spielleitungen. Ja. Ich bin gerade so halb am Nachwort, beim Abspann. Wie sieht es bei euch aus? Mach das ruhig, alles gut. wie gesagt, nochmal ein paar Tipps am Ende zusammengetragen, etwas knackiger als der Rest. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich bei euch beiden für dieses sehr tolle Gespräch. Das hat mir auch noch mal ein paar Inputs gegeben, wieder neue Sichtweisen darauf. Und da kann ich nur wieder sagen, wenn ihr es nicht ganz so hochtrabend haben wollt, guckt trotzdem dieses Video bei Martin auf dem Kanal an und hört ihn gerne mit bei mir im Podcast und habt einfach selber regelmäßig DM-Runden, in denen ihr sprecht über Themen, über solche Sachen und dann wird das. Cool, super Abspann. Ich sage auch nochmal vielen Dank an der Stelle. Für mich war es genau wie für dich auch sehr spannend, nochmal, obwohl wir irgendwie einen ähnlichen Background haben, nochmal andere, ich sag mal, Kleinigkeiten für mich herauspicken zu können. Also sehr fruchtbar. Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht. Das letzte Wort, Dustin, du bist in der Mitte zwischen uns. Zumindest auf meinem Bildschirm. Oh nein, das letzte Wort. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende zugehört habt, ihr lieben Zuschauer und Zuhörer. Und wenn euch das gefallen hat, dann schreibt uns bitte ganz viele Sachen in die Kommentare. Geht auch gerne auf die Aspekte, die wir genannt haben, ein. Schreibt was dazu, wie ihr das selber seht, was für Situationen ihr vielleicht selber erlebt habt. Möglicherweise kommt so viel zustande, dass wir da vielleicht nochmal eigene Themenvideos zu machen können. Gerade wenn euch das gefallen hat, dass wir zu dritt was gemacht haben, dann schreibt uns das auch gerne rein. Dann gibt es bestimmt nochmal eine Wiederholungschance. Das ist eine super Geschichte, dass du an sowas denkst. Ich bin ja total im Thema gewesen noch. Aber dass du auf diese Ebene gewechselt hast, hat mir jetzt sehr gut gefallen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören an alle, die zugehört haben. Ideen, Vorschläge wie immer in die Kommentare. Ich sage das nochmal und ich verlinke euch unten, oder? Unter dem Video. Ich bitte darum. Ja? Gerne. Also, vielen Dank fürs Gespräch. Ich würde sagen, macht's gut. Alle zu Hause, macht's auch gut. Bis bald und wie gesagt, lasst uns was da. Wir freuen uns drüber. Tschüss. Ciao. Ciao.